Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 7, meine lieben Freunde. Im heutigen Video möchte ich mit euch gerne so ein bisschen mal anschauen, was für einen Fortschritt wir gemacht haben. Und ich habe einige krasse Sachen gebaut, die ihr noch nicht gesehen habt. Die werde ich euch dann gleich zeigen. Aber bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass ganz viele von euch noch nicht Abonnent des Kanals sind, aber regelmäßig anscheinend meine Videos schauen. Deswegen der Hinweis an der Stelle, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr und kriegt immer Bescheid, sobald eine neue Folge von Craft Attack 7 online ist. Und jetzt gerade, wo dieses Video online ist, bin ich auch schon wieder am Start auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dazu einschaltet und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und dann zeige ich euch mal, was ich so Feines gebaut habe. Denn heute ist ein bisschen... ja, stressig, muss ich sagen. Heute habe ich mir nicht die Mühe gemacht, so ein ewig krasses Video aufzunehmen, wo ich wieder eine stundenlange Timelapse reinballer. Weil, Leute, es tut mir wirklich leid, aber momentan hustle ich so hart rein. Ich bin immer von 10 Uhr bis 10 Uhr fast am Start. Also stream im Schnitt fast 12 Stunden. Und dann tue ich nach dem Livestream meistens meine Videos noch aufnehmen und nehme so, ja, 4-5 Stunden Timelapse teilweise auf. Und bin dann auch bis 2-3 Uhr in der Nacht wach und stehe am nächsten Tag wieder um 9:30 auf. Das ist auf Dauer natürlich auch ein bisschen anstrengend, ne? Deswegen nehmt es mir nicht übel, dass heute nicht so eine krasse Timelapse drin ist, sondern dass wir so eine Art Let's Show machen, dass wir uns mal angucken, was alles gebaut wurde. Denn da habt ihr ja einige Sachen verpasst, muss man an der Stelle sagen. Und deswegen, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen, gehen wir einfach mal los und dann zeige ich euch mal, was ich so Wunderbares gebaut habe. Denn ihr seht es hier auch schon hier links im Augenwinkel, da steht schon so ein bisschen was unten bei uns in der Basis. Dem Basti Zock geht es mal wieder nicht so gut. Also das hat sich wieder bei ihm verschlimmert. Deswegen hat er momentan auch nicht so die Motivation, was zu machen in Craft Attack. Deswegen auch an der Stelle, Basti, falls du das Video siehst, ich wünsche dir eine gute Besserung, mein Lieber, ja? Ich kümmere mich hier um unsere Basis. Ich baue hier schon soweit alles aus, so gut es geht. Und dann fangen wir auch direkt mal hier mit dem rechten Bereich, würde ich sagen, an. Oder wobei, nee, wir können erstmal hier hingehen. Was das hier wird, das wird sich der ein oder andere jetzt eh schon denken können. Und zwar werden wir unsere Villager-Farm von da oben nach hier unten verlegen. Also hier werden die ganzen Villager hinkommen. Ich werde hier 2-3 Häuser hinbauen, wo dann Betten reinkommen. Die werden auch ein bisschen schöner werden, die Häuser. Und dann werden wir hier die Villager vermehren und wir wollen ja so ein Marketplace bauen, wo wir die ganzen Villager reintun, wo die dann ihre Bücher und alles verkaufen. Und es gibt einen Trick, Freunde, und zwar, ihr könnt einen Villager, der einen Beruf hat, mit einem Zombie zusammen in eine Art Kammer sperren und dann wird dieser Villager zombifiziert. Und wenn ihr den dann wieder zurückverwandelt, wieder zombifizieren lasst und wieder zurückverwandelt, dann kostet irgendwann das Angebot, was der Villager hat, nur noch ein Emerald, ja, also zum Beispiel Mending-Bücher, wie, so wie das Spark gerade hat. Der hat ja einen Villager, wo ihn ein Mending-Buch nur ein Emerald kostet. Oder ihr könnt sogar Karotten, ja, eine Karotte für ein Emerald verkaufen, ja. Und das werde ich versuchen, mit möglichst allen Villagern zu machen, weil dann kriege ich total die Sonderangebote bei denen. Und dann können wir uns übelst easy OP machen, wenn wir dann auch Schmiede haben, die Diamantrüstung und sowas verkaufen, ne. Dann können wir das alles richtig, richtig schnell easy zusammenkaufen. Also das ist, denke ich mal, eine gute Strategie. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Dann haben wir hier nämlich rechts den Bereich, wo ja der Zombie-Spawner eigentlich ist. Und hier habe ich gestern echt in ziemlich langer Arbeit alles angefangen auszubauen und habe mich rangemacht. Und ja, die Zombie-Farm, die läuft auch ganz schön gut. Also die funktioniert richtig, richtig gut. Ich habe hier sogar eine etwas längere Linie gebaut, wo die Zombies sich verteilen können. Weil wenn man dann jetzt hier mal AFK steht, was ja Basti gerne macht. Basti ist ja so einer, der gerne auch mal irgendwo AFK rumsteht. Dann kann sich Basti einfach hier schön AFK hinstellen, kann die Zombies spawnen lassen. Und dann hat ihr irgendwann richtig viele Zombies. Da bist du auch schon fast instant Level 30, wenn du die dann alle tötest. Ja, ihr seht, ne, die kommen hier so immer schön nach und nach, kommen die hier runtergefallen. Und dann fangen die sich an, hier so zu verteilen. Und dann stehen die nicht alle auf einem Block, sodass irgendwann alle Zombies sterben. Also ist eine ziemlich feine Sache auf jeden Fall. Ja, die können sich da gut verteilen. Dann haben wir hier oben auch einen Enchanting Table. Den habe ich hier hingestellt, damit wir hier schön enchanten können. Hier haben wir eine Ender Chest, dann haben wir da unsere Grindstones. Hier muss eigentlich noch ein Amboss hin, den habe ich schon wieder vergessen mitzunehmen. Aber das Ganze funktioniert auf jeden Fall wunderbar, wie ihr sehen könnt, ja. Hier sind auf jeden Fall schön die Zombies am Start und ja, das haben wir auf jeden Fall schön ausgebaut. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg hier gegenüber. Das ist nämlich der nächste Part, der interessant ist. Oh, wartet, ganz kurz ein Skelett. Und zwar habe ich ja gesagt, ich würde ganz gerne so eine Waffenkammer bauen. Und die habe ich hier stehen. Einen Moment. Bin gerade ein bisschen heiser.
Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Und zwar haben wir hier jetzt so eine Waffenkammer gebaut und eine Rüstungskammer. Und die Rüstungen, die sind jetzt hier in den Glasblöcken drin. Das sind OP-Rüstungen, ja? Also ihr könnt mir vertrauen, das sind wirklich OP-Rüstungen. Die Leute, die die Livestreams gesehen haben, die können das auch bezeugen. Das sind, das hier ist eine OP-Rüstung und das ist eine OP-Rüstung. Und hier sollen überall OP-Rüstungen rein. Und ich habe das so gebaut. Das sieht jetzt leider ein bisschen doof aus, wenn ich sie öffne, weil die, die Armor-Stands, die rutschen jetzt mit runter. Aber ich kann das hier so öffnen. Nee, der ist mit runtergerutscht. Er hier aber nicht. Wie geil ist das denn? Er ist stehen geblieben. Hier sind dann nämlich die OP-Rüstungen drin. Und ja, da kann ich mir die dann jederzeit rausnehmen. Hier ist leider runtergerutscht. Das ist ein bisschen buggy leider. Aber trotzdem, wenn ich den jetzt wieder hochfahre, dann seht ihr das auch. Zack, gehen die wieder in das Glas rein und dann stehen die da wieder drin. Und hier will ich meine ganzen OP-Rüstungen halt reintun. Und dann habe ich hier unten quasi unsere Waffenkammer. Hier werden dann überall Schwerter, Äxte, Diamantspitzhacken und alles, was man braucht eigentlich, so an Werkzeugen reinkommen. Und ich habe hier auch schon Kisten, da habe ich schon so ein paar Tränke reingetan, genau. Denn Tränke will ich auch hier unten bunkern. Ich habe auch schon mit dem lieben The Joecraft gestern gesprochen im Livestream. Der hilft mir auf jeden Fall, dass wir eine vollautomatische Braumaschine hier reinbauen unten bei uns in die Basis. Da werde ich aber wahrscheinlich eine etwas größere Höhle ausheben müssen. Denn der Plan ist, dass wir eine Braumaschine haben, die durchgehend Tränke auf Vorrat braut. Ja, also die zum Beispiel immer guckt, dass wir eine Doppelkiste voll mit Stärke 2 Tränken haben oder Giftwurf Tränken oder sonst was haben. Also das kann ich ihm alles sagen, was für Tränke ich da drin haben will. Und die braut das immer auf Vorrat und sobald ich einen Trank rausnehme, fängt die an, das nachzubrauen. Da braucht die natürlich ganz viele Ressourcen auf Vorrat. Das ist aber auch kein Problem bei Basti und mir. Wir farmen das alles zur Not. Und dann sind wir, wenn es Kämpfe gibt, immer bestens gewappnet, Leute. Das ist eine richtig, richtig geile Sache auf jeden Fall. Und ja, also so sieht auf jeden Fall schon mal unser Bereich hier unten in der Basis aus. Ich bin schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Ihr habt auch ziemlich viel Feedback angeregt, was ich hier noch alles unten reinbauen soll. Und wenn Basti dann wiederkommt, werden wir wahrscheinlich noch mehr Gas geben. Also mein Plan wird es auf jeden Fall sein, im heutigen Livestream, der ja jetzt gerade, wo ihr das Video schaut, wahrscheinlich schon am Start ist, dass ich gucke, dass ich die ganze Villager-Farm nach hier unten verlege. Denn ich würde ganz gerne hier direkt rechts neben unseren Zombie-Spawner würde ich dann ganz gerne die Iron-Golem-Farm bauen. Ja, dass wir die hier haben. Damit dann schön Iron-Golems die ganze Zeit da durchlaufen und wir massig Eisen bekommen. Weil Eisen ist super, super wichtig für uns. Das brauchen wir alleine schon für unser Lager. Und vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt hier anfangen wollen, noch mehr auszubreiten, müssen wir mal schauen. Also es haben schon Leute im Livestream gefragt, ob ich nicht das Lager auch nach unten verlegen will. Müssen wir mal gucken. Ich würde ganz gerne oben das Lager erstmal lassen. Wir können ja zur Not unten nochmal ein zweites Lager bauen, was wir irgendwie anbinden, dass wenn die Kisten oben vollgelaufen sind, dass dann quasi hier unten das Lager befüllt wird. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, Freunde. Und ich denke, das wird eine ziemlich, ziemlich frische Basis. Ich bin hier auch alles schön mit Glas am Verkleiden. Ich habe ja gesagt, überall, wo Hohlräume sind, da werden wir dann Aquarium hinmachen, dass das alles miteinander hier verbunden ist, als wenn unsere Basis in einem riesen Aquarium drin ist. Dass das richtig, richtig geil zum Schluss aussehen wird. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das echt eine ziemlich freshe Sache wird mit unserer Basis. Und ja, ihr seht, ich investiere auch sehr, sehr viel Zeit. Also wie gesagt, auch nochmal ganz kurz, das ist ein Thema, was ich mal schnell ansprechen will. Weil einige Leute auch in den Kommentaren geschrieben haben, yo Kevin, was ist eigentlich mit Basti? Der macht ja gar nichts. Ah genau, ich muss nochmal zur Zombie-Farm. Ich muss da gleich noch was kurz erklären. Also Basti ist momentan krank, ja, das habe ich ja gesagt, deswegen auch nochmal gute Besserung an den Jungen. Dem geht es wirklich richtig, richtig schlecht, der hat eine ziemlich heftige Erkältung. Und dann ist auch wichtig, dass er sich ausruht und erstmal wieder gesund wird. Und ja, auf die Beine kommt und dann wird er auch wieder mitmachen, Leute, ja. Also Basti hilft gerade jetzt nicht, weil er keinen Bock hat oder so, sondern weil er krank ist. Dann haben ganz viele gesagt, Kevin, bau aus der Zombie-Farm eine Drone-Farm, um dort einen Dreizack zu farmen. Das ist auch noch ganz kurz eine Sache, die ich erwähnen möchte. Das geht nicht mehr. Du kannst aus dem Zombie-Spawner in der 1.14.4 keine Drone-Farm bauen. Das geht leider nicht. Ich habe extra geguckt, an dem Tag, wo ich den Zombie-Spawner gefunden habe, haben das ganz, ganz viele Leute auf Twitch in meinen Chat geschrieben. Und dann haben wir geguckt und das funktioniert leider nicht mehr. Sonst hätte ich eine Drone-Farm gebaut, dann hätten wir unendlich Dreizacke farmen können und hätten die auf dem Server jedem verkaufen können.
aber leider geht das nicht mehr. Also, das wurde von mir mit bedacht, aber es funktioniert leider nicht mehr, Freunde, ja? Weil das haben auch ganz viele von euch bei mir in die YouTube-Kommentare geschrieben. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal ganz kurz erwähnen und euch kurz erzählen, dass das nicht geht. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das wäre es auch gewesen. Ihr habt jetzt einfach gesehen, was alles so gebaut wurde bei mir in der Basis. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und jetzt bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Wie fandet ihr die Sachen, die ihr heute gesehen habt? Und natürlich könnt ihr weiterhin auch gerne Anregungen bringen, was noch alles unten reingebaut werden soll bei uns in die Basis. Und ansonsten seid ihr jetzt an der Stelle dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich gerne über euer Feedback in den Kommentaren freuen und eine positive Bewertung. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann haut auf jeden Fall ein Abo raus und aktiviert die Glocke, denn Glocke an Ehrenmann. Dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Und damit bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder oder vielleicht gleich im Livestream. Bis dann. Macht's gut. Tschüss zusammen.